Herzlich willkommen zum Thema Ernährung, Darmmikrobiom und sportliche Leistungsfähigkeit. Mein Name ist Henning Sator und ich arbeite im Institut für Salutologie in Wien und habe sehr viel mit Leistungssportlern und aber auch mit Rehabilitationspatienten zu tun. Bin seit über 35 Jahren ärztlich tätig. Und habe mich sehr interessiert für die Entwicklung von Leistung und Vitalität im Körper. Ich möchte einige Dinge betonen, die vielleicht in den letzten Jahren wissenschaftlich zwar neu erkannt worden sind, aber in der Allgemeinheit eher etwas weniger betont oder irgendwie wahrgenommen werden. Das heißt, wir fangen mal von vorne an, nämlich wo kommt eigentlich die Energie her? Die Energie kommt aus der Nahrung, wie wir wissen, aber auch tatsächlich von physikalischen Kräften außerhalb von uns, von der Sonne. Und diese Zusammenhänge, die werden wir jetzt noch ein bisschen erarbeiten. Bleiben wir mal bei der Ernährung. Also die Nährstoffe enthalten ja die Energie, die wir brauchen für die entsprechende Performance, ob das jetzt der normale Alltag ist oder die hochleistungssportliche Tätigkeit oder Ausübung von bestimmten Sportarten. Das ist im Prinzip für den Körper jetzt nicht erheblich. Man muss nur sich entsprechend darauf vorbereiten. Wenn man jetzt versucht, diese Nährstoffe eben für den Körper nutzbar in Energie umzuwandeln, dann braucht man die Verdauung. Man spricht von Pepsis oder von Digestion. Und wir fragen jetzt, was ist eigentlich Dyspepsis, das heißt Fehlverdauung? Was ist eine Verdauung, wenn sie gut oder wenn sie nicht gut läuft? Und wenn man sich die Digestion, also die perfekte Verdauung, mal richtig vergegenwärtigt, dann findet man, dass das Ganze in 5 Schritten stattfindet, etwa. Und man hat in diesem ersten Schritt, nämlich der sogenannten zephalen Phase, das ist der Mund. Also hinter den Lippen fängt die Wahrheit an, sagt man. Also man hat also die Frage zu stellen, wenn man jetzt also einen Nährstoff oder ein Stück Lebensmittel zu sich nimmt, was passiert dort? Dann haben wir zunächst mal das mechanische Zerkleinern, nämlich das Kauen, und das muss dann gleichzeitig mit dem Speichel in Verbindung gebracht werden und möglichst eins zu eins mit also Nahrungsmittel plus Speichel sollte das Verhältnis 1:1 haben, nämlich 50-50. Also sehr viel Speichel muss in den Speiseteil hinein gearbeitet werden und mechanisch muss das so zerkleinert sein, dass die Enzyme auch die Gelegenheit haben, alle größeren Makrobausteine der Ernährung zu zerkleinern und zu zerlegen, weil wir wissen ja, dass nur einzelne kleine Teilstoffe, nämlich zum Beispiel aus Proteinen, können eben nur Aminosäuren, die kleinen Bruchteile, aufgenommen, das heißt absorbiert werden. Das Ganze braucht recht viel Zeit und das bedeutet, dass wenn man sehr schnell irgendwas herunterschlingt, dass das eben dann diese Zeit fehlt und dann kommt es schon zu einer eben nicht optimalen Verdauung, wo man gerade erst mit dem Essen begonnen hat. Das nächste ist also, dass in diesem Speichel ja sehr viele Enzyme vorhanden sind und man soll die eben beim Essen eben nicht verdünnen. Das heißt also, man soll zum Essen nicht trinken. Das Wasser muss vorher schon im Körper vorhanden sein, damit eben der Speichel gut fließen kann. Die Mineralien müssen da sein und der Speichel enthält auch sehr wichtige Stoffe, nämlich den Mukus, also Schleim. Und auch das braucht eine gewisse Zeit im Mund, um entsprechend einzuwirken. Dasselbe gilt für den Magen. Der Magen braucht seine Säure, weil ohne Säure oder Pepsin wird gerade die Eiweißverdauung nicht ausreichend gut stattfinden und ablaufen können. Das heißt, eine optimale Digestion
kann nur mit den entsprechenden Säure- und Pepsinanteilen plus der entsprechenden Zeit oder mal entsprechender Zeit dann einwirken und auch optimal ablaufen. Dasselbe gilt für den Dünndarm mit der Galle, dem Bauchspeichel mit seinen Enzymen. Und der Dünndarmsaft wird oft übersehen. Der Dünndarm selbst, Duodenum, Jejunum, sind eigentlich Drüsen auch und die produzieren mindestens 1 Liter Dünndarmsaft. Auch der enthält, so ähnlich wie der Bauchspeichel und Mundspeichel, den entsprechenden Anteil von Enzymen und ist für die Verdauung sehr, sehr wichtig. Und das Ganze braucht eben wieder die Zeit im Dünndarm. Dann kommt der bakterielle Stoffwechsel, der im Dünndarm schon beginnt und eben nicht nur im Dickdarm vorhanden ist. Also wir haben sehr wohl im Dünndarm auch schon Bakterien, die dort beginnen, Stoffwechsel zu betreiben. Nämlich mit allem dem, was sie bekommen. Ist das jetzt Nahrung oder ist das nur Ballaststoff? Das entscheiden wir ja beim Essen oder bei der Auswahl der Nahrungsmittel. Dann braucht es hier entsprechende Zeit und dann kommt die Phase des Enddarms oder Kolons zunächst mal. Und dort ist die sogenannte zeitgerechte Entsorgung von allergrößter Bedeutung. Das heißt, ist es dort nicht ausreichend schnell entsorgt, dann entstehen hier tatsächlich unangenehme und für die sportliche Leistung behindernde Stoffe, und über die möchte ich gleich noch einiges Aktuelles an Studien erzählen und darstellen und präsentieren. Die normale, gesunde Darmbakterienflora im Dickdarm verwertet hauptsächlich unverdaute Ballaststoffe und ist abhängig von dem, was wir Fermentation nennen. Also die Stoffwechselendprodukte müssen zeitgerecht entsorgt werden und dann erst kann es zu einer gesunden Verdauung führen. Wenn man jetzt die Digestion nicht optimal gestaltet, dann redet man von Maldigestion, Bonus Malus, das kennt ja jeder. Also Malus heißt schlechte Verdauung. Und wenn man also hier keinen Speichel, nicht genug kaut, auch keine Zeit hat zum Essen, dann soll man besser überhaupt nicht erst anfangen zu essen. Die unverdauten Enzyme sind vielleicht nicht vorhanden, haben nicht genug Zeit zum Einwirken, wenn man das Ganze auch noch mit Wasser runterspült, also sowas wie einen Tsunami produziert im Darm, dann wandert diese ganze Nahrung viel zu schnell durch den Dünndarmbereich und kann eben nicht ordentlich verdaut und auch nicht richtig resorbiert werden. Der Mukus fehlt möglicherweise und die Zeit dafür, das einzuwirken, fehlt und so weiter. Und so kommt es dann summa summarum zu der sogenannten Maldigestion. Dasselbe gilt für die Magensäure. Vor allem dann, wenn man Magensäureblocker zu sich nimmt, dann ist auf jeden Fall die Eiweißverdauung nachhaltig gestört. Und man hat also sozusagen unbedingt eine Maldigestion oder Dyspepsie. Und diese Dyspepsie ist Ursache eben für ganz viele verschiedene Störungen im Körper. Und die werde ich gleich noch genauer darstellen. Im Dünndarm haben wir eben Galle und Bauchspeichel, haben wir schon gesagt. Wenn das nicht einwirken kann und keine Zeit hat, dann ist die Maldigestion ebenso vorprogrammiert. Im Dickdarm kommt es zu einem vergleichsweise wenig ausgewogenen oder gar nicht ausgewogenen bakteriellen Stoffwechsel. Die Zeit auch dafür fehlt möglicherweise. Andersrum ist es meistens so, dass im Kolon die Maldigestion dazu führt, dass es zu einer Verstopfung kommt und die Zeit, die Verweildauer des Stuhls im Kolon ist oft zu lang und damit ist eben die zeitgerechte Entsorgung nicht gegeben. Unverdauliche Ballaststoffe und Stoffwechselendprodukte werden produziert und viele davon sind toxisch. Und das möchte ich gleich noch etwas genauer begründen. Es gibt sehr schöne Evidenz zu dem Thema
Schnelligkeit beim Essen, also einfach nur unter PubMed oder so mal Eating Speed eintragen und dann mal schauen, was es da für schöne Evidence gibt. Man sagt heute, dass nur die Essgeschwindigkeit ein eigenständiger Risikofaktor für die Entwicklung von Übergewicht, metabolischem Syndrom und Diabetes ist. Wenn man jetzt sich überlegt, was passiert denn dann, wenn man eben diese Verdauung nicht richtig ausführt, sondern es eben zu einer Fehlverdauung kommt, dann kommt es zu ganz bestimmten Folgeerscheinungen. Normalerweise sollten wir möglichst viele Ballaststoffe zu uns nehmen. Das ist leider in unserer Zivilisation sehr viel weniger, als es in der Urzeit war. In der Urzeit haben die Menschen etwa 10-mal mehr Ballaststoffe zu sich geführt als heute in unserer Kultur. Und das fermentierte Gemüse ebenso. Vor 100 Jahren oder so jeder Mensch oder jede Familie hatte im Keller noch einen Topf mit Sauerkraut und durch die Verfügbarkeit der Lebensmittel in den Läden ist das leider verlassen worden und man hat kein frisches, fermentiertes Gemüse mehr zur Verfügung. Das fehlt der Säuerungsflora, die geht sozusagen ein. Säuerungsflora nennt man heute auf Hochdeutsch Actinobacteria. Das kann man messen und hier sind zum Beispiel sehr wenige Actinobacteria vorhanden. Wenn man jetzt das Protein betrachtet, dann sieht man, das Protein wird unter den schlechten Bedingungen eben auch nicht richtig verdaut. Man isst zwar sehr viel Protein heutzutage, es wird aber nicht richtig verdaut und füttert damit in dem Darm eher die Fäulnisflora, als dass wir diese Proteine hydrolysiert, nämlich gut verdaut, als Aminosäuren aufnehmen könnten. Und man hat dann also die Fäulnisflora gefüttert und das sieht man dann in den Befunden heutzutage auch. Man kann also die Proteobacteria quantitativ nachweisen im Stuhl und dann sieht man, dass es ein heutzutage eklatantes Missverhältnis gibt zwischen den Actinobacteria, also den Säuerungsflora-Anteilen und den Proteobacteria. Und normalerweise sollte das deutlich über 5 sein. 0,5 ist hier die Grenze zur Note 4 minus in der Schule. Das heißt, wenn man eine richtig gute Verdauung haben will, dann braucht man hier nicht 0,5, nämlich Note 4 minus, sondern man braucht 2 oder die Note 1 und die wäre etwa bei 3 oder über 3 sogar im Verhältnis. Also deutlich mehr Actinobacteria als Proteobacteria. Das wäre das Ziel. Wenn man jetzt also das Protein weiterverfolgt und man sieht, das ist nicht richtig verdaut, gelangt dann zur Fäulnisflora, wird aber eben nicht resorbiert. Und genau das können wir auch nachweisen heutzutage, zum Beispiel am Tryptophan. Wenn man das Tryptophan misst im Urin zum Beispiel oder auch im Stuhl, dann kann man nachweisen, oder auch im Blut, dann kann man nachweisen, dass das Tryptophan eben im Stoffwechsel dieser Proteobakteria verschwindet und damit die sogenannte Fäulnis vermehrt. Im Einzelnen sieht man das dann an diesen sogenannten Bakterienfüller, die Actinobacteria, wie gesagt, Säuerungsflora, die ist hier im Beispiel deutlich vermindert, um Faktor 5 unter der Grenze des Minimums. Und dann die Proteobacteria oder knapp über der Obergrenze des Verhältnisses, passt also hinten und vorne nicht. Und statt dass die Tryptophan dann im Körper landet, wo es ja wichtig ist für die entsprechende weitere Versorgung mit Serotonin zum Beispiel. Dafür steht es eben nicht zur Verfügung in einem deutlichen Defizit. Um das klarer zu machen, müssen wir den Verlauf von Tryptophan noch mal etwas genauer betrachten. Wir sehen hier, dass Tryptophan sehr viele Stoffwechselwege eingeht im Körper. Das eine ist die Biosynthese für Proteine.
Das ist, wissen wir, das sind Transportproteine, Muskelproteine, Antikörper in dem Immunsystem und so weiter. Und dann gibt es noch den Stoffwechselweg in Richtung Glückshormon, also Serotonin und Melatonin, dem Schlafhormon. Und der nächste Stoffwechselweg ist der neue, erst kürzlich richtig aufgeklärte Stoffwechselweg zu Kynurenin, Kynureninsäure und Quinolinsäure. An dessen Ende steht das NAD. Und NAD ist, hat was mit Vitamin B3 zu tun. Und die ist eine Vorstufe von ATP, nämlich das, was wir in der Zelle, in den Mitochondrien brauchen, um überhaupt Energie aufzubauen. Und hier sehen wir jetzt schon den ersten Hinweis auf die Leistungsfähigkeit. Haben wir also zu wenig Tryptophan, dann haben wir auch zu wenig NAD. Und dieses zu wenig bedeutet Leistungseinbuße. Also eine optimale Performance im Sport ist nur möglich, wenn man genug Tryptophan im Stoffwechsel richtig für die guten Stoffwechselwege bis zum NAD zur Verfügung hat. Dazu müssen alle diese Enzyme, die das Ganze steuern, eben nicht mit Entzündung oder auch Vergiftung mit diesen Toxinen, die ja die Entzündungen provozieren, wie wir nachher noch sehen werden. Das muss alles im Lot sein, das heißt in einer Homöostase, in einer guten Balance. Ohne das wird das nicht funktionieren. Wir werden also eine NAD und damit eine ATP-Einbuße haben und eben damit keine optimale Performance. Dasselbe gilt für Phenylalanin. Phenylalanin ist eine andere Aminosäure, die dann zu Tyrosin und dann zu den Katecholaminen umgewandelt wird. Und jeder im Sport weiß, dass man ohne Stresshormone nicht richtig performen kann. Im Wettkampf mindestens brauchen wir hohe Spiegel von Stresshormonen in der Balance zu dem entsprechenden Vagotonus mit der entsprechenden Regenerationsphase und so weiter. Alles das ist also hier nicht möglich, wenn es vorher schon zu einer Fäulnis kommt. Also das, was hier von Tryptophan steht, das gilt genauso für die anderen notwendigen Aminosäuren. Und wir sehen hier als Marker das Neopterin. Neopterin ist ein Marker indirekt für die entzündliche Komponente in dem Ganzen. Das Tryptophan verschwindet also im Stoffwechsel der Proteobakteria und kann auch mit Fructose gebunden werden. Also wenn man viel Tryptophan im System haben will, dann sollte man eben das nicht gleichzeitig, dass die Aminosäuren nicht gleichzeitig mit Fructose zu sich nehmen. Wenn man sich jetzt anschaut, was passiert da, hier sehen wir dann die Befunde, das kann man alles schön messen. Histamin ist hoch, also als Hinweis der Fäulnis, weil Histamin kommt ja aus Histidin und wird durch Proteobakteria zu Histamin. Und Histamin ist also ein proentzündlicher Stoff, der auch die Leistung mindert, ab einem bestimmten Level jedenfalls. Und dann gibt es eben hier diesen berühmten Tryptophanmangel und damit auch einen Serotoninmangel. Auch Gamma-Aminobuttersäure wird nicht richtig aufgebaut. Und wenn man sich jetzt diesem Stoffwechsel, diesen Bakteriengruppen zuwendet, dann sieht man an diesen Befunden hier einige verschiedene Endprodukte des Fäulnisstoffwechsels, also der proteolytischen Bakterien. Und da haben wir heute Trimethylamin und dessen N-Oxid, dann Indoxylsulfat wahrzunehmen. Dann haben wir das Phenol und Ammoniak. Ammoniak kennen wir aus dem Sport sowieso, weil es ja sehr stark die Mitochondrien hemmt. Und Histamin haben wir eben besprochen, das kann also auch hemmend sein. Insgesamt reden wir davon, wenn wir solche Befunde sehen, dass die ja nicht von gestern auf heute entstanden sind, sondern diese Bakteriengruppen, von denen wir hier reden, die müssen über Wochen und Monate, müssen die sich erstmal, die müssen gefüttert werden, damit die dann überhaupt in diesen
übermäßigen Prozentsatz nachweisbar sind. Das heißt, die Fäulnis wird systematisch kultiviert mit proteinreicher Nahrung, wenn die dann nicht ausreichend verdaut wird und auch verwertet wird.